So, hallo, ich bin hier, um euch heute ein Geheimnis zu verraten, und zwar, dass ich sau cool bin. Du und cool! Und ich verrate euch auch, warum ich sau cool bin. Zum ersten Mal, ich das Mikro in der Hand habe und nicht du. Und zum zweiten. Kann man ändern, ne? Kann man ändern? Ja. So. Weil wir auf einem roten Teppich stehen. Und zwar beim Eingang von YouTube Secret Talents 2011. Wow! Okay, ich würde sagen, wir steuern mal auf den Eingang zu. Auf jeden Fall haben wir heute Folgendes vor. Wir werden uns das Ganze einfach mal anschauen, sind hier von YouTube so eingeladen, also Supporter vom Event. VIP und so. Ja, voll krass, total krass. Seht's nochmal. Und wir werden einfach die Leute, die da so ein bisschen interviewen, das Ganze für euch ein bisschen festhalten. Und ja, einfach coole Eindrücke sammeln. Ich muss alles zweimal sagen, wenn du das Mikrofon hast. So sieht das aus. Tut mir leid. Ich habe nicht gewusst, wann du sprechen willst. Willst du sprechen? Ja. Du musst mich vorher mal antippen. Weil Philipp, ich würde gern. Sehr gut. So können wir jetzt den ganzen Abend machen. Viel Spaß bei unserem Video. Dann gehen wir nach Augsburg. Herr Stolper, was sagen Sie zu EHEC? Ja, schauen Sie, EHEC ist sehr gefährlich. Man muss ganz besonders aufpassen, wenn man Salat, Tomaten aus und Gurken aus Ecuador und Spanien oder ich, also. Ja, wenn die wissen, ich verrenne mich. Okay, Herr Raab, was sagen Sie zu KinoTO? Berechtigt oder was sagen Sie? Ja, also man muss unterscheiden zwischen illegaler Raubkopie und legaler Raubkopie. Ja? Die legale Raubkopie ist von KinoTO und die illegale, ja, da weiß ich, müssen wir den Eltern fragen. Verstehen Sie? Ja. Gut, Till, wie kamen denn die Filme so bei den Leuten jetzt an? Der neue, wie heißt der neue Film? Cocksucker, wie kam der denn so an? Wie war die Resonanz? Also die Resonanz war super. Wir haben, also vor allem auch meine Tochter ist gut angekommen. Das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir die Sache gemacht haben, das ganze Zeug. Dann natürlich Männerherzen, der zweite Teil. Auch wieder großartig mit Christian Ulm. Das ist so gut, ja. Sie schauen so müde heute aus irgendwie. Tausche ich mich, oder? Ja, es liegt daran, dass ich halt immer müde aussehe. Meine Augen und mein ganzer Apparat hier, das Ganze, das läuft halt nicht so toll. Okay, danke schön fürs Interview, ne? Danke. Wahnsinn, Marty Fischer, super, abonnieren. Du strahlst. Hast du ein paar Fragen? Was? Ja, also mich würde mal interessieren, warum ihr immer so komische Frisuren tragt. Was für Frisuren? Ja, diese hochgestellten. Blonden meistens. Mit Strichen. Und die Frage des Jahres. Ich wurde in diese Situation hineingeworfen. Ich. Macht ihr ein Video, mal filmt ihr für was filmt ihr denn hier? Ach, für YouTube. Schön. Gibt's noch eine Frage oder? Ich sage, einfach nur drauf ein bisschen. Okay. Ja, hier im Backstage-Bereich, Ralf, gute. Guten Tag. Wie geht's dir? Ich bin entspannt. Ja, es ist unglaublich spannend, das Ganze mal zu sehen, wie so mit so den großen Kameras und so. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich kenne ja bloß die Kleine da. Und diesmal auch Livestream. Richtig cool. Schaut mal davor. Da ist eine riesige Kamera. Fast wie ein Riesengrashüpfer. Und da vorne stehen auch der Joko und der Glas. Und dieser Slick Slap. Und wir sind der Dizzy und ich. Wir sind riesige Fans vom Joko und vom Glas. Ja, du nicht. Doch, und wir holen uns dann auch noch ein Autogramm. Ja, der Joko und der Klaas, die sind toll. Also, schreibt mal in die Kommentare, wer von uns ist Joko und wer von uns ist Klaas. Ich weiß es nicht genau. Also, der cooler ist, ist ja, liegt Joko ja auf der Hand. Ich finde Joko eigentlich ganz cool. So. Ja, dann bin ich Joko. Das ist der Justin Bieber des Slacklines, ja?
alle Handys in die Luft, hat er gesagt. Alle Handys in die Luft. Mach mal ein Foto. Philipp, mach mal ein Foto. Mach mal ein Foto. Mach mal ein Foto, ja. Das müsst ihr nämlich auch singen. We want the funk. We want the funk. Give up the funk. Give up the funk. Und nochmal. We want the funk. We want the funk. Nochmal. Give up the funk. So, hallo, Phil von den Jungs hier und Secret Talents 2011 ist vorbei. Ich sitze hier zusammen mit den Boys von Elephant Slackline und Jungs, 10.000 Euro reicher. Boah, nicht schlecht. Krass, oder? Schon ein geiles Gefühl, das kann man nicht ganz fassen. Ja, was macht ihr mit dem Geld? Neues Equipment, schätze ich mal. Ja, wir teilen Kamera kaufen. Genau. Echt? Ja! Ja, eine Kamera und eine Slackline, eine vergoldete Slackline. Das wäre doch mal geil, oder? Spenden. Ja, cool. Ja. Also nee, wir wollen auf jeden Fall, wir haben uns gedacht, vielleicht irgendwas Soziales damit machen, wäre eigentlich auch ziemlich cool, weil alle sagen, wir sollen es sinnvoll anlegen, okay, und dann überlegt man sich halt, ja, was machen damit und dann vielleicht irgendwie irgendwelche Aktien. Oh. Goldene Slackline. Goldene Slackline. Nee, Quatsch. Jungs, ich habe drei Fragen noch an euch. Ganz wichtige Fragen. Was ist euer Lieblings-White City-Video? Also meins ist, ich fand. Ich kann es gerade überlegen, da gibt es ein paar. Also eins ist auf jeden Fall. Nee, das ist nicht so. Ja. Oh, scheiße. Das Eminem Feed Legehenne fand ich ziemlich gut. Legehenne. Oder vielleicht Eminem, glaube ich. Aber. Hast du auch einen Favoriten? Ich bin gar nicht so der YouTuber. Also ich kenne ein paar, aber ich kann ich also ein paar Videos von euch mal gesehen davor, aber als jemand gepostet hat bei uns drunter, hey Jungs, Waititi hat für euch Werbung gemacht. Ja. Wer ist Waititi? Habe ich erstmal geschrieben. Ja. Also, ich kenne den nicht. Was denkst du, wo der Name herkommt? Keine Ahnung, was ihr euch da ausgedacht habt. Das habt ihr mal gesagt, warte mal. Wir haben es ja gesagt, ja. Ich guck mich an. Wisst ihr, schreibt es in die Kommentare. Genau, die letzte Frage an euch für den heutigen Abend, die ist schwierig. Warum? Wir gewonnen haben? Oder die? Ne, einfach nur, warum? Das kenne ich, weil... Ist gut. Okay. Yo, das war Secret Talents 2011. Ich bin Phil und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.